Hey und herzlich willkommen zu dem heutigen Mixi zu Master Video, und zwar zeige ich euch, wie ein Deutschrap Song aufgebaut ist. Ich habe hier einen Song vor mir, den habe ich komplett gemixt, gemastert, und was ich da für Effekte drin habe, was ich da gemacht habe, gleich nach dem Intro. Bevor wir uns überhaupt irgendwas anschauen, lasse ich einfach mal die Hook laufen und die klingt so. Immer wieder sie wollen schreiben, doch ich habe keine Zeit, bin im Freiheit-Mode. Diese Lieder, ich hab sie hypen. Keine Zeit, ich hab Pilz auf einmal iPhone. Immer wieder, immer und Gasolina. Ella, sie will Lila, immer wieder. Ich hab Pilz. Also ihr merkt schon, Dancehall, wie gesagt, es könnte so ähnlich gemacht sein wie bei verschiedenen deutschen Rappern. Es sind wirklich ähnliche Effekte. Und deswegen zeige ich euch einfach, was ich da gemacht habe. Wir starten durch mit den Sends. Man sieht schon, ich habe hier immer mehrere Halls drauf. Ich habe auf den Parts zwei Halls drauf. Einmal den Main Hall, den habe ich überall drauf, damit alles aus einem Guss kommt, mehr oder weniger. Alles gleich klingt, nicht so viel Abwechslung ist. Und immer noch einen zweiten, der wechselt sich ab. Ich habe hier Valhalla Vintage Verb genommen. Eigentlich ein Plugin, was ich immer verwende, weil es ganz gut ist, weil es halt verschiedene Einstellungen hat. Man hat hier ganz viele Presets für verschiedene Hallräume, die man halt braucht. Als zweiten Reverb in dem Verse habe ich einen Plate Reverb, der ist kürzer, auch mit einem kürzeren Pre-Delay. Als zweiten Reverb bei der Hook habe ich auch nochmal einen langen genommen, weil ich bei der Hook jetzt in dem Track wollte ich halt zwei große Hallräume haben. Meine ganzen Sends sind hier hinten in meinem Template, Link zu dem Template ist auch in der Videobeschreibung. Ich habe hier immer ein X-Lay und ein Y-Lay und diese automatisiere ich immer an verschiedenen Stellen, wo ich an verschiedenen Stellen noch ein Delay hinzubaue. Was habe ich mit meinem Viertelnoten-Delay, was ich halt auf jeder Spur habe? Ich habe da immer ein Ping-Pong-Delay drauf, was leise links-rechts nochmal pendelt. Hier verwende ich Echo Boy von Soundtoys. Finde ich ganz gut, weil ich halt hier Low-Cut, High-Cut setzen kann, weil ich bei den Delays nichts übertönen will. Und gleichzeitig kann ich hier noch ein paar Styles, Mastertape zum Beispiel, mit Saturation dazufahren. Ist leicht von der Bedienung her, deswegen habe ich das. Und auf dem Hook-Layer, den ihr hier unten seht, Hook-Main, das ist auch hier diese Spur, dort habe ich nochmal ein anderes Plugin drauf, und zwar Stereo. Da schiebe ich die Spur noch ein bisschen links-rechts in den Raum verteilt rein. Ihr seht hier immer, wenn was orange ist, habe ich es gebypassed. Das bedeutet, dass es nur an verschiedenen Stellen kommt. Hier habe ich jetzt einen Filter für das Intro. Das Intro können wir nämlich gleich laufen lassen. Achtet auf das Delay am Schluss und achtet auch auf den Filter. Habt ihr das Delay auf jeden Fall auch noch gehört? Hier habe ich halt. Man hört das Delay immer noch. Das ist auf jeden Fall ein ganz langes, was sich dann noch durchzieht. Überall am Anfang habe ich auf den Spuren direkt Autotune drauf. Alto Tenor, schneller Retune Speed, leichtes Humanizing. Ganz entspannt, Formanten Shift habe ich hier angelassen, weil es ein bisschen besser geklungen hat. Auf dem Feature Part, den ihr hier sehen könnt, habe ich auch nochmal anders gelayert, hier meine ganzen Sends, und habe hier Waves Tune Realtime verwendet, also zwei unterschiedliche Autotunes. Airbox schaut überall gleich aus, hier habe ich ihn nicht so stark aufgefahren. Pan 1, Pan 2. Hier habe ich dann noch Lil Elterboy drauf, können wir uns auch mal eine anhören. Also wie gesagt, ich habe halt hier unter den Hauptspuren auch noch ein paar Effektspuren gelayert. Teilweise, wie zum Beispiel bei dem hier. Ihr habt es vielleicht in der Hook vorher gehört. Und zwar gibt es da die hier. Doch ich habe keine Zeit, bin auf der Hype-Mode. Diese Lieder, ich hab sie hypen. Und dann gibt es halt noch den zweiten Teil der Hook. Und das ist dann der hier. Hier habe ich die Abwechslung reingebracht, indem ich mit einem SSL-EQ, schon bevor ich in den Vocal Bass reingehe, noch extrem viel rausnehme von den Tiefen, und das gleiche auch noch mit einem Little Microshifter, ein bisschen gespreadet. Dann habe ich hier auch noch eine Stelle, das ist eigentlich auch so das Highlight des Tracks, würde ich jetzt mal sagen. Da habe ich auch einen Beat Cut gemacht, und mit der Betonung her kommt es ganz wild. Sie wollen mir Mama mehr, sie will Lila, und zu einer Fashion Week, ich schreibe ein paar Lieder, und viel zu krass. Okay, wie habe ich das gemacht? Hier habe ich nämlich auch noch einen Reverse Reverb davor, der hört sich so an. Und dann habe ich halt hier die Hauptspur. Mehr, sie will lila, und zu einer Fashion Week, ich habe ein paar Lieder.
und dann wieder mit dem Lil Elterboy, passt einfach bei diesen moderneren Tracks ganz gut dazu. Dann können wir uns die Adlibs nachher anschauen. Hier habe ich jetzt den Vocal, dann habe ich die Doubles und hier habe ich das Feature nochmal. Das heißt, Feature natürlich anders bearbeiten als den Hauptkünstler, weil das sind zwei unterschiedliche Spuren. Und ihr seht schon, hier habe ich Plugins drauf bis zum Abwinken eigentlich. Ich starte hier rein mit dem Vocal Rider. Brauche ich jetzt nicht unbedingt zeigen, habe ich schon immer gezeigt eigentlich, verwende ich immer. Dann Pro-Q 3. Ich habe zu diesem Plugin ein ganzes Video gemacht. War nicht schlecht. Dann starte ich rein mit dem Air-Kompressor. Air-Kompressor mache ich am Anfang mal eine schnellere Attack, damit ich diese Transients rauskriege. Okay, dann gehe ich rein mit einem weiteren Fab-Filter, aber diesmal den Fab-Filter MB. Hier nehme ich bei den Tiefen noch ein bisschen mehr raus und bearbeite die Spur halt so, wie ich sie färben möchte. Also obenrum ein bisschen offener machen. Pull-Tech-EQ einfach dann obenrum noch ein bisschen mehr Air dazu gehauen. Pull-Tech-EQ, ich werde noch ein Video machen, warum man einen Pull-Tech-EQ braucht und warum man das nicht einfach mit einem Fab-Filter oder so machen sollte. Dann Fab-Filter Saturn. Einfach, das ist jetzt hier noch der alte, der 1er. Ich habe ein Video zum 2er gemacht. Einfach ein bisschen Clean Tape, bisschen Saturation dazu. Gibt das immer wieder, plötzlich wollen sie Features. Sie wollen immer mal mehr, sie will lila. Und zu einer Fashion Week, ich schreibe ein paar Lieder. Bauen viel zu krass und es geht immer weiter. Jagt das Paramani, wir können nicht scheitern. Yeah, Shorty, ich höre sie reden. Yeah, Shorty, ich höre sie reden. Yeah, yeah. Einfach für ein bisschen Saturation, damit es gut klingt. Ihr habt da hinten schon das Delay gehört, auch nochmal ein Delay, was ich automatisiert habe. Dann kommen wir rein in den CLA 2A. Einfach ein Kompressor, der gut für Vocals gemacht ist, weil er in den Höhen auch noch gut komprimiert. Dann hier nochmal einen Fab-Filter Pro-Q 3 für die letzten Frequenzen, die übrig geblieben sind, dynamisch. Und dann noch einen Doubler, einfach um die Spur ein bisschen zu spreaden, weil es die Hauptspur ist. Und ich hatte nicht überall Doubles, deswegen, ja. Dann Parallel Compression, habe ich glaube ich auch schon mal ein Video gemacht dazu, einfach die Spur nochmal in einen Kompressor reingehauen. Fashion Week, ich hab ein paar Lied. Dann Slap Delay, einfach links rechts nochmal hier mit 32. Note, pam pam, damit es noch ein bisschen besser im Raum steht. Erstmal jetzt hier die Doubles für die Hook. Immer wieder sie wollen schreiben, doch ich habe keine Zeit, bin in Flaherheit-Mode. Diese Lieder, ich hab sie hypen, keine Zeit. Merkt schon, sind natürlich leiser als die Hauptspur. Was habe ich bei den Doubles gemacht? Auch wieder Vocal Rider drauf, Autotune diesmal hier direkt drauf. Dann wieder einen Fab-Filter, diesmal mehr aus den Mitten rausgenommen. Airbox-Kompressor, diesmal verwende ich den Airbox wirklich und nicht nur zum Ausgleichen, sondern diesmal habe ich ihn ordentlich runtergefahren. Am Ende nochmal einen Micro-Shifter, damit ich auch die Doppelspuren nochmal mehr spreade. Zu den Adlibs brauchen wir uns so ganz kurz anschauen, wie gesagt auch wieder Kompressor drauf, dann Telefongeschichte drauf, Decapitator, einfach ein bisschen Distortion reingebracht, dann ein Echo Boy, diesmal direkt auf der Spur, Hall direkt auf der Spur, genauso. Hier seht ihr jetzt, was die richtige Arbeit ist. Die richtige Arbeit sind diese Automation Layers. Hier habe ich natürlich einige Sachen betonen wollen, andere Sachen mit mehr Hall gemacht, andere wieder komplett ohne irgendwas, ganz trocken. Und deswegen ist hier meine Automation, sind dann halt immer dann auch die Arbeit, wo man sich als Mixing-Ingenieur, sage ich jetzt einfach mal, dann wirklich auch was überlegen kann, was überlegen muss, damit es, wie gesagt, damit man sich halt abhebt. Rapper sind lost, ich trink ein Lean. Gym wird gebaut, ich seh nur Rauch. Feature Premix, wir leben im Traum. Habt schon gehört, hier habe ich jetzt nämlich was anderes drauf. Und zwar habe ich hier einen Decrader drauf, sollte das sein. Distortion, einfach ein bisschen was anderes zu machen. Wie gesagt, die Adlibs markiere ich euch mal. Die habe ich hier alle in diesen Bus geschickt. Dann habe ich hier nochmal die Hook Adlibs, die kommen auch nochmal in diesen Adlib Bus rein. Und dann habe ich die Doppels, die gehen dann bis hier rauf. Die Doppels habe ich dann wieder bearbeitet. Das wäre es eigentlich. Wie gesagt, wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten schickt mir auch einfach die Spuren zu, weil ich lese eure Kommentare sowieso. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie man tiefe Vocals bearbeitet oder sonstige Pop-Smoke-Vocals, dann schickt mir am besten welche. Weil, ja, dann kann ich auch dieses Video machen. Ansonsten weitere Vorschläge gerne in die Kommentare. Schreibt mir auf Instagram, wenn ihr Fragen habt, wollt, dass ich euch was mixe, wie auch immer. Und wir sehen uns das nächste Mal.